Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Zurück zu Lil Witch Nobeta mit der kleinen süßen Hexe, die da noch am Schlafen ist. Ja, beim letzten Mal haben wir den Lava-Boss besiegt, also die eine Teddybär-Dame. Und haben auch noch die Flammenrüstung vernichtet und dadurch den Elektrozauber bekommen, der vom Prinzip einfach nur ein Sniper-Zauber ist. Ich liebe den immer noch. Zur Erklärung, warum ich den liebe. Ich kann es sofort zeigen. Sowohl der aufgeladene als auch der normale Schuss sind einfach so Overkill. Einen Moment. Da unten haben wir Gegner. Ey, du! Warte mal, man muss leider Gottes genau treffen. Zack, weg! Das ist einfach so schön. Außerdem kann ich den hinter der Deckung nutzen. Zack, weg. Hui. Mein neuer Lieblingszauber. Ja. Also, letztes Mal haben wir halt diese Rüstung besiegt und dadurch erstens den Zauber bekommen. Und zum anderen haben wir sogar hier die Fähigkeit gekriegt, dass wir, wenn wir bei den Göttesstatuen stehen, dass wir uns von einer Statue zur anderen teleportieren können. Das heißt, wir könnten vom Prinzip her nochmal alle Ebenen durchgehen und gucken, ob wir jetzt an Orte kommen, wo wir vorher nicht dran kamen. Weil ich denke mal, da wird es schon den einen oder anderen Ort geben. Es könnte übrigens sein, dass wir mit dem heutigen Stream Nobeta auch schon fertig bekommen. Weil hier, wenn ich das richtig sehe über den Teleport, man sieht da ja, wie viele Teleporter in jeder Ebene sind. Haben wir nur noch eine Ebene vor uns. Eventuell kommt danach noch so eine feine Ebene, die einfach überhaupt keine Statue hat. Und ja, danach ist das Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Ich würde aber wirklich so gerne einmal kurz, zumindest die beiden Ebenen, hier einmal komplett nochmal abgrasen. Also jetzt natürlich nicht diesen diese Secret Passage hier, sondern hier von dem Schrein bis zu dem und von dem bis zu der Untergrundhalle. Mehr bräuchten wir auch nicht testen, ne? Wo man lang könnte. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass man erst, nachdem man hier fertig ist, da das ein oder andere Zeug findet, was man gebrauchen kann. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal dahin. Für YouTube schneide ich das übrigens dann so, dass ihr das seht, was ich so finde, was wir vorher nicht hatten. Sowohl Items als auch das, vielleicht Zauberbücher, Level-Ups, etc. Für YouTube übrigens, ich habe nichts auf dem Weg gefunden. Also bei euch habe ich es definitiv rausgeschnitten, aber ich habe jetzt hier alle Wege nochmal 20 Minuten lang mal kurz abgeguckt, ob da noch was war, und da war nix. So, wir rennen dann jetzt hier mal hoch. Und laufen wieder der Story hinterher. Ich bereue es trotzdem nicht, auch wenn wir nichts gefunden haben, weil es ging mir ja eher darum, einfach nur zu prüfen, ob wir eventuell irgendwas übersehen haben, beziehungsweise jetzt erst an den ein oder anderen Punkt erst hingekonnt hätten, und das ging ja nicht. Dieser Elektrozauber, ich liebe ihn. Diese Puppen nerven nicht mehr. Nee, vor Dark Tunnel Entrance. Jo. Oh, die Ebene hier sieht schön aus. Aber wir müssen jetzt hier, glaube ich, über 100 Items finden, oder? Zwei auf der Seite. Sind 10 pro Reihe, ne? 21. Sind wir schon bei 23. 53.
Und 63 Dinger müssen wir noch finden. 63. Das wird ein Heidenspaß. Na gut, hier ist wenigstens alles schön hell. Man sieht alles, ne? So, lassen wir uns wieder ablenken. Warum? Die wollen doch auch ihr Leben leben. Wo ist mein Hut? Ey, tut mir leid, Kätzchen, aber mein Hut ist wichtiger. Und weiter, ich hole den trotzdem. もう振り回されるのはごめんだ。これ以上余計なことをするな。僕は玉座のところ以外どこへも行くつもりはない。 Okay. Also muss ich das komplett alleine machen. Du wolltest, dass die eigene Initiative zeigt. Hä, aber hier trage ich doch meinen Hut. Hä? Sie will ihren Hut holen, der weggeflogen ist. Der da oben sitzt. Aber komischerweise sitzt er auch auf meinem Kopf. Muss ich das verstehen? Was ist die Lore dahinter? Und sehen wir, dass wir hier ein Item finden. Ja, jetzt sind nur diese Migas hier. Die ganz schwachen Dinger. Ich schmeiß die mal trotzdem weg, weil ich auch einen Magiekristall bei mir haben will. Ich muss nicht verstehen, warum sie den Hut auf einmal doch hat. Ist das ein extra Kostüm? Nee. Nebenbei, auch wenn wir das Spiel durch haben, wir gucken uns auf jeden Fall auch das Kostüm noch an. Jetzt fehlt der Hut. Ah, danke. In der Richtung wartet Kätzchen. Ich kann da nicht einfach zu meinem Hut hochhüpfen, ne? Vielleicht kann ich ihn ja runterschießen. Nee. Wie komme ich an meinen Hut? Über den Weg da. Jedenfalls keinen anderen Weg. Aber vorher stehen wir in der Luft und gucken uns, wo ist es da? Plötzlich den Javelin an. Before the church gained power, humans were seen as easy prey for demi-human raiders. These days the tables have turned and groups of human knights have their way with their demi-human enemies. Hey, ich bin so freundlich und lies alles vor. Okay, wir kommen auch nicht vorher zurück, ne?
Aua, ich habe mir die Beine gebrochen. Was ist denn das? Was ist das? Habe ich jetzt ein Licht bei mir? Ich habe mir ein Licht geholt. Ach, da fällt mir ein, einmal kurz nochmal hoch zu der Gottesstatue. So, hier, das hatte ich doch schon von der Seite gesehen. Ich will da hoch. Ich kann ja mal versuchen, ob ich mich selber da hochsprengen kann. Ich versuche so gesehen einen Rocket Jump. Habe ich geschafft? Ja, ich habe mich da hochgesprengt. Nimm das Spiel. Das war ein 10 von 10 Einfall, auch wenn ich mir selber eine gewischt habe. Dark Elf Shortbow is a master of archery, would normally prefer to use a longbow. For dark elves who spend a lot time with demi-human thieves, a shortbow is much more versatile in combat and easier to carry over long distances. Ja, der wiegt wahrscheinlich weniger. Ey, der Einfall war einfach 10 von 10. Aua, ich hab ja schon verstanden. Ich hab, was ich haben wollte. Ich hatte das halt, bevor die Sequenz mit der Katze anfing, schon gesehen, dass da das Fass ist. Und konnte mir schon denken, wenn das so doof steht. Ey, Junge, da muss da was drin sein. Das sollte ich eventuell mitnehmen. Aber vorher. Ja, schon so paranoid, dass ich jede Wand teste. Also Leute, was macht ihr, wenn ihr an dieses Fass da von gerade eben ran wollt? Ihr nutzt den Feuerzauber, ladet ihn auf und macht einen Doppelsprung und schießt auf den Boden. Okay, ich verstehe jetzt, warum ich ein Licht mitbekomme. Ich würde sonst hier gar nichts sehen. Ah, die Dinge machen den Schatten. Und nur mit diesem Licht. Teil, was ich jetzt auf dem Kopf habe, geht das Ding auch kaputt. Was bist du denn für einer? Wir haben einen neuen Gegnertypus. Ich habe den Schild geschrottet. So, tschüss. Item aufheben. Oh, sind gleich zwei. Da unten ist der Weg versperrt. Ist hier noch etwas, das mich umbringen will?
Wenn ich zähle, sehe ich definitiv mehr. Soweit ich es jetzt sehe, fleucht hier nichts rum. Wir müssen nämlich hier die beiden Ogre-Dinger sehen. Ogre's Eye. A gigantic eye, the size of a human child skull. That church is covered, and that despite the enormous size, the amount of solar sense is hiding in an ogre's body. It's no different from an average human. Okay. Ogre's kidney, a rare sample possessed by a body harvester, where they used to be seen all over the continent. The ogres have now gone extinct. However, or whatever opposed the church, paid the price in the end. Jetzt machen die selbst vor Ogre keinen Halt mehr. Ich muss schon sagen, das Gebiet ist interessant, gefällt mir aber nicht so ganz. Ist mir zu düster. Da oben ist eine Kiste. Vielleicht muss ich bei dir einfach nur auf den Kopf ziehen? Ich muss dich nur treffen, während du den Schild nicht vor die Nase hältst. Können die Steine ja jetzt ruhig auch mal nutzen. Wenn ich die vom Weiten sehen könnte, würde mir der Elektrozauber auch ordentlich was bringen. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Weg. Ich wäre hier fast runtergefallen. Ich sehe jetzt nicht von oben einen Weg. Von der Seite kann man vergessen. Da, von der Seite aus, einen Doppelsprung dahin, zusammen mit dem in der Luft hauen. Muss jetzt nur den Weg darüber finden. Ich denke mal, ich gehe auf den Feuerzauber hier. Weil wenn ich die nicht vorher sehen kann, bringt mir der Elektrozauber überhaupt nichts. Außerdem bringt der Flammenzauber aufgeladen mir wesentlich mehr gegen diese Schild-Heinis. Hier ist doch 100% noch ein Ei inzwischen, oder? Nomad Cookware. A nomad pot that makes for a perfect cooking implement when placed on a heated stone slab. A proper meal was all the average nomad could hope for. Puh, their wish was really granted. Gegen eine Mahlzeit sagt man ja niemals was, ne? Irgendeinen Weg wird es dahin geben. Schon mal aufladen. Schlaue Idee. Hilfe. Ich glaube, der wäre auch so verreckt. So, Hebel wurde getätigt. Bitte erschlag mich nicht. Hier stehe ich gerade relativ safe. Ogre's Club. The two-headed Ogre is a ferocious creature, prone to conflict. It wandered these lands freely before becoming a target of the church.
They often traveled alone, occasionally joining up with the demi-human Thief Brotherhoods. Die Geschichte ist einfach nur deep. So, wieder aufladen. Der Elektrozauber ist zwar mega strong. Aber jetzt gerade kann ich den Feuerzauber halt wirklich mehr gebrauchen. Wegen Nahkampf. Ich teste natürlich auch die Wände. Könnte man hier runter? Das sieht zumindest so aus. Als ob da unten eventuell was wäre. Mir gefällt es halt wirklich nicht, dass es hier so dunkel ist. Dass man kaum was sieht. Ja. Nahkampf kann ich hier wesentlich mehr gebrauchen. Der Donnerzauber, der bringt mir halt echt gar nichts. Kann einer von euch mal Items droppen? Ich muss noch um die über 50 Stück finden. Es wäre schön, wenn jemand ein bisschen was droppt. Da ist auch noch mal was. Gehe ich mal zuerst lang. Okay, doch nicht. Hier ist eine Kiste. Doch nicht. Als ob du immun gegen Zauber bist. Wir haben eine Mimik gefunden. Ich habe irgendwie den Konterzauber geschafft. Okay, gegen die Zauberkreise ist das relativ leicht nutzbar. Du greifst mich hier also die ganze Zeit an. Taucht auf einmal so eine hinter mir auf. Ich glaube, zwei Items habe ich gerade bekommen. Ne, nur die Golden Coin. There is no visible image on the coin. Because it depicts the good of another dimension. Which is unreachable and unseeable by mere mortals. Ja, könnte man mal wirklich manchmal denken. Also für ein Item habe ich da gerade meinen Arsch riskiert und für nichts anderes. Okay. Und merken, Mimics, Zauber, sinnfrei. Tschüss. Da brauchte ich jetzt nicht lange überlegen. Das da vorne könnte die Stelle sein, die ich gerade eben gesehen habe.
Die kann ich mit dem Elektrozauber definitiv gut treffen. Verdammt, ich habe kaum Mana. So, den konnte ich jetzt wenigstens vernichten. So, tschüss. Tja, was machst du jetzt, hm? Tschüss. Sind direkt noch mehr entstanden, wenn ich das richtig sah. Ja. Tschüss. Die roten, die mag ich nach wie vor nicht. Wenn die treffen, dann tut's weh. Ich habe mir gemerkt, hier an der Stelle. Ich muss jetzt nur den Sprung schaffen. So, was kriege ich dafür? Ein Arkanküste. Oh, das ist ein extremer Mana-Regenerationszauber. Den sollte ich mir für einen Boss aufheben. Na gut, so wirklich gebracht hat mir das jetzt aber nicht, ne? Ich hätte lieber ein Upgrade für einen der Magie-Typus hier gehabt. Toothteeth Pouch. Places ransacked by demi-humans leave behind only corpses. The teeth of the dead are often pillaged by merchants. Little compassion for their own kind. A satiety profit can be made selling the teeth on the black market. Alter. Ernsthaft. Sind eure Artgenossen? Was macht ihr mit deren Zehen? Schämt ihr euch nicht mal? So, erstmal wieder auf den Feuerzauber gehen. Auf der anderen, ne, die sind auf der anderen Seite, ne? Oder wo sind wir? Ich würde, glaube ich, jedenfalls keinen Sprung darüber schaffen. Ich habe doch gesehen, dass diese Wand kaputt gemacht werden kann. Warte mal. Vielleicht mit dem, dem Sprengzauber. Vielleicht geht die nur von der anderen Seite kaputt und ich muss da reindroppen? Fragezeichen? Ganz groß? Hier kam die gerade eben rausgetroppt. Ich prüfe mal hier die Wände. Nee. Wenn ich die roten sehe, auf jeden Fall den Donnerzauber auspacken. Damit ich die one-shotten kann. Hier ist ein Loch. Aber man sieht nichts da unten. Ist das Problem. Warte mal. Vielleicht kann ich von hier oben aus da unten den Blitz casten. Kann ich. Heißt aber nicht, dass ich treffe.
Soll ich riskieren? Ich lade den Feuerzauber auf, am besten, nachdem ich den Kristall genutzt habe. Und dann springe ich da einmal runter. Ja, ich sehe hier halt so gut wie gar nichts. Aber hier ist eine Kiste. Mit einem Wind-Upgrade. Mal kurz gucken, was ist das Upgrade? Unlimited Mid-Air-Dodge. Wow, das bringt mir auch so viel. Da ist der Schattenkristall. So, jetzt sieht man hier wieder was. Oh, im Ernst? Nur für ein Sprung-Upgrade? Vor allen Dingen nicht mal ein gutes. Das war jetzt auch nicht das Buch, an das ich eigentlich ran wollte, oder? Nee. Das ist noch mal ein weiter. Aufladen. Ich bin zumindest schon mal bei meinem Hut angekommen. Aber trotzdem müsste man von irgendwo entweder da reintroppen oder der Raum ist wirklich verbuggt. Ich würde ja da auch mal kurz gucken, ob man hier eventuell irgendwie von unten dran kommt, aber ich bezweifle es stark. Hier ist jetzt auch nichts, was darauf hinweist, ne? Da eventuell durch. Ja, hier war's. Ah. Absorption Level 3 haben wir bekommen. Toll, ich konnte mit Level 2 schon nichts anfangen. Es macht das Ritual größer. Okay, da sind wir jetzt wenigstens endlich mal dran gekommen nach Ewigkeiten suchen. Gut, dass ich hier nochmal geguckt habe, wie zum Geier man da drankommt. Manchmal sieht man aber auch den Weg nicht. Hättet ihr das jetzt instant vermutet, dass man da hinter der Treppe nochmal einen Weg sehen kann, der dahin führt, hinter eingebrochenem Geröll? Ganz ehrlich, wenn ich da nicht mindestens 10-mal jetzt geguckt hätte, ich hätte das nie im Leben gesehen.
Ja. Ohne den Hut geht's halt nicht. Nein. Obita ohne ihren Hut, das geht doch nicht. Nö, nee, Leute. Hab nur gerade was überprüft. So, bevor ich weitergehe, kann ich aber auch ruhig hier eben kurz einmal beten. Also, wir haben für ein Absorptions-Upgrade uns gerade so abgemüht. Mittlerweile ist alles auf fair. Ich warte auf den Moment, wo alles diese ganz großen Steine sind. Kann ich mir eigentlich noch einen zweiten davon gönnen? Dann gönne ich mir noch einen von den Billo-Kristallen hier mit. Nimm den Heil-Kristall. 50% sind jetzt mittlerweile auch eine gute Menge. So, und ich würde tatsächlich Haste mir einmal holen. Und ein bisschen mehr HP schon mal. Wir können noch was anderes gucken. Ja. Ich wollte halt gucken, ob da jetzt eventuell noch ein Bereich in dieser Teleportliste drin ist. Aber nein. So, in der Richtung wird doch dasselbe jetzt sein. Hier wird auch wieder alles stockfinster. In welche Richtung ist die Katze überhaupt gelaufen? Das weiß ich doch gar nicht. Ich würde mal sagen, nicht hier oben. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Okay, schon mal bereit machen, dass mich der Nahkampf erwartet. Dich machen wir kaputt. Darf ich doch was glitzern sehen? Ist das nur ein grafischer Bug oder ist da drunter was? Ich kann das jedenfalls nicht zerstören. Ist wahrscheinlich ein grafischer Bug. So, Crafted Soul Injector. Die Reihenfolge ist übrigens nicht immer akkurat, ne? Also, ich habe schon hier in späteren Punkten was auf 12 gefunden und früh was auf 20. Also, die Zahl, die sagt nichts über die Reihenfolge der Sachen aus. Crafted Soul Injector. A tool used by priests to inject shards of a crafted soul into a living beings. It's said to be an extremely brutal process, but deemed a necessary sacrifice to obtain such incredible power. Alter, was ist das für eine düstere Welt? Guck mal, das Mädchen sieht so knuffig aus. Dieses Mädchen da. Und die Welt von der ist so düster. Was ist hier falsch gelaufen? Mein Gott, wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Und warum ist der Bereich hier so riesig?
Also hier unten ist auf jeden Fall noch was zum Laufen. Soll ich irgendwas von hier oben snipen oder was will man von mir? Ich kann den gelben, den roten da snipen. Muss mich nur gut hinstellen. Kannst du nochmal zurückwandern? Ich will dich abschießen. Je früher ich dieses Biest los bin, desto besser. Ich warte auf die nächste Brigade, die mich umbringen will. Da unten. Ich weiß nicht, was da war, aber ich habe es umgebracht. Ich kann ja direkt nochmal da reinziehen. Vielleicht schäfe ich ja nochmal etwas. Ich kann die nicht sehen, aber mein Feuerzauber schon. Laut dem Zauber ist da nichts weiter. Ich weiß nicht, was ich erschlagen habe. Was bist du denn für eine? Ich will gar nicht wissen, was du kannst. Du kannst Gegner beschwören. Und auch noch Schilde haben. Blitz! Als ob dich der Blitz kaum juckt. Ich glaube, dich muss ich im Nahkampf fertig machen. Die heilt sich! Ja, komm wenigstens näher. Ekelhaftes Vieh. Da unten muss ich so einen Stein kaputt machen. Schon mal mitnehmen, aber erstmal will ich die Finsternis hier unten vernichten. Dass überhaupt nicht ekelhaft wird. Ich muss nur diesen einen Stein finden und anleuchten. Er wird aber wahrscheinlich ekelhaft zu finden sein. Wo ist dieser Schattenstein, nenne ich ihn jetzt mal. Wo könnte er sein? Dahinter wahrscheinlich nicht. Gut, dass ich dich gesehen habe. Einen von euch habe ich ja von oben schon irgendwie erschlagen. Da ist er. So. Die Dinger regenerieren sich auch nicht, ist das Gute. Sehe ich halt durchgehend was hier unten. Sollte ich hier überhaupt instant hin? Da war eigentlich geplant, dass ich woanders langlaufe.
Nee, scheint auf mich so, als ob ich da lang sollte. Also hätte ich da so oder so in die Finsternis gemusst. Da habe ich was rumkriechen sehen. Wusste ich doch, dass ich hier irgendwas finde. Was kriege ich denn? Feuer! Ich habe ein Feuer-Upgrade bekommen. Oh, die Feuerball-Explosion macht einen größeren AOE. So, Ladies Featherhead müssen wir noch angucken. A flamboyant head worn by ladies of the Night Kingdom. When a tangle of wish events. The luxurious lifestyle makes neighbor nations quite jealous. Das ist so ein Angeberhut. So, da ist das Geröll. Ist auf der Seite hier irgendetwas? Hier habe ich, glaube ich, von oben irgendwas erschlagen mit dem Feuerball. Ja, und hier käme ich dann halt hier raus, ne? Ich denke, an der Stelle habe ich soweit dann alles. Ich guck noch mal rum. Man sieht halt wegen der Finsternis hier so schlecht. Aber ich fand es schon nice, dass man von da oben schon einen erschlagen konnte. Gucken wir uns mal an, wie groß der Feuerball jetzt ist. Nehmen wir die Wand hier. Boah. Okay, der ist strong. Ja, hier hätte ich noch die Treppe hochgekonnt, um hier hinzukommen. Und ein weiteres Item. Blood Orc Skin Sample. Da. A rare piece obtained by a body collector. Mir hat kurz das Feuer da im Hintergrund Schiss gemacht. Despite the iron hard skin, a Blood Orc is no match for a hero in a one-on-one scenario. Ja, kann ich aus Erfahrung sprechen. Ach, das war nur das Mana-Ding. Erst umschauen, dann weitergehen. Man kann sehr leicht was übersehen. Ist auch der Feuerball explosionsartig ist? Nee. Ich hätte interessiert, ob auch von den normalen Angriff eventuell jetzt verstärkt hier ist. Ja, zeig deine Hürse. Danke. Verdammt, wir hätten auch testen können, wie viel der Feuerball jetzt reinhaut. In solchen Momenten bin ich aber trotzdem froh, dass ich von oben nochmal gucke. Ich denke mal nicht, dass hier eine brechbare Wand irgendwo ist. Wenn hätte ich sie wahrscheinlich gesehen, die sind schon ein bisschen auffällig. Nennt mich Langweiler, aber ich habe lieber einen aufgeladenen Stab hier und kann den instant einen guten reindrücken.
als dass ich in diese Finsternis da reingehe und instant eine aufs Maul bekomme. Ich muss da sogar durch. Einfach mal kurz Feuer frei. Ich habe sogar irgendwas getroffen. Feuer frei. Ah, die macht jetzt wieder Blitz erstmal so ein bisschen Sammelschaden. Und danach macht sie den AOE-Damage. Nein. Ich sagte nein. Okay, wir müssen richtig schnell diesen dummen Schattenkristall finden. Hier sind die ganz ekelhaften unterwegs. Der wäre jetzt eh abgelaufen gewesen, der Zauber. Ja, wenn er hier schon so versteckt dahinter ist, hier ist definitiv etwas. Ne Mimik! Erkennt man daran, dass ich keinen Schaden mache? Boah, der Nahkampfzauber, der bringt es richtig gegen die Miners Pickaxe. Da ist die richtige Truhe. Oder noch eine Mimik. So oder so. Miner's Pickaxe. Vagrants explore ancient ruins in search of valuable materials. You turn into simple coins. Then you unexpectedly uncovered and the lost technology of crafted souls, which you attributed to God's will. Selbst die Minenarbeiter sind religiös wie sonst was. Damit hätte ich rechnen müssen. Tschüss. Ist da auch so eine dumme Kiste? Nee. So, was habe ich jetzt noch eingesammelt? Chief Skull. Oh, der sieht geil aus. Conquered by the humans, the blood of Orc Chief Skull became a chalice for which a human leader celebrated their victory. For the victory of a battle, there's nothing sweeter than a triumphant banquet. Ja. Kann ich ein Lied von singen, jedes Mal, nachdem ich Miss Honey fertig mache, erstmal ein Siegesbankett. So, hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Jetzt bitte keine weitere Mimik. Haben langsam genug von denen. Ich sagte, keine weitere Mimik. Geht doch. Oh, ein Level-Up für den Donnerzauberspruch. Das kam aber früh. Level-Up. Ja, der lädt jetzt, meine ich, wesentlich schneller, oder? Ja, fühlt sich zumindest so an. Aber auf so engen Räumen will ich den eigentlich nicht nutzen. Naja, wir haben zwei Items und ein Donner-Upgrade hier geholt.
würde sagen, hat sich gelohnt. So, hier den Weg hatten wir geklärt. Jetzt müssen wir da lang. Kann es sein, dass man da gar keinen Schattenkristall finden soll? Da hat es auch wieder keinen Sinn und Zweck, dass ich darüber wandern kann, oder? Nee. Da ist ein Schattenkristall. So, komplett weg oder nur hier vorne? Ja, hier sind die Schatten jetzt weg. Aber in darauffolgendem Gang wahrscheinlich nicht. Ja, spätestens dann hätte man gesehen, dass hier unten noch was ist, ne? Wenn man hier die Schatten entfernt. Okay, hier ist eine Göttinnenstatue. So, den nehme ich mir. Und den nehme ich mir. Ach, hier bekommt man sicherheitshalber nochmal das Licht. Wartet, wir haben nochmal ein Item. Zeremonial Sword, ein Zeremonienschwert. Oh. Divine Sword, blessed by the church. This glorious symbol was given to veteran heroes to commend their dedication and loyalty. Kann ich das Spiel eigentlich heller stellen? Ja, ein bisschen. Weil diese ultimative Dunkelheit, die finde ich schon mega ekelhaft. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber hier in dem Bereich mache ich lieber die Helligkeit ein bisschen höher, weil sonst sehe ich gar nichts. Ich glaube, ich gönne mir mal ein Mana-Upgrade und ein Lebens-Upgrade. So, dich nehmen wir mit. Weil es ist ja nicht nur dunkel in diesen schwarzen Zonen da, sondern es ist ja wirklich fast durchgehend dunkel. Ich will wenigstens ein bisschen was sehen können. Da unten erwartet mich doch definitiv die Hölle. Hast du gerade deine Kollegin umgenietet? Ja, ich brauche den Feuerzauber hier. Damit ich die Dinger kaputt bekomme. Gut, dass die Reichweite auch höher ist. Ach, jetzt verstehe ich. Okay. Ich soll hier den Donnerzauber nutzen. Ja,
Ich muss, glaube ich, ganz schnell sein. Ja, ich muss einfach nur schnell sein. Sonst hätte ich jetzt die Idee gehabt, dass ich jetzt den Arcane-Zauber nehme, mich einfach hier hinstelle und den einfach hier einmal durchfeuer und da einmal durchfeuer. Das wäre meine Idee gewesen. Ja, danke dafür. Das gucke ich mir gleich an, nachdem ich den Blitz den erstbesten in die Fresse gewirkt habe. Oh. Hey Leute, es ist mal keine Mimik. da wartet schon wieder irgendein Job auf mich. Nee, da wartet ein Boss auf mich. Ich habe jetzt drei große Steinchen. Aber warum wartet da ein Boss auf mich? Wartet, lesen wir uns vorher noch hier durch, was wir hier geholt haben. Hier ist Insignia. Only the most resilient soul can withstand the power of a crafted soul. So only those gifted with extraordinary willpower were able to become heroes. Ja, Leute, so werden Helden geboren. Ja! Jetzt kriegt ihr den Elektrozauber, ist klar. Und natürlich haut hier rein. Kannst du deine Hülse nochmal zeigen? Ich will dich abschießen. Ich will dich abschießen, nicht umgekehrt. Einen Moment mal, liegen die Steinchen noch da? Da war noch einer. Die sind genau jetzt gerade despawned. Ich dachte, da käme ein Boss. Ich kann auch snipen. Das Problem ist, mit dem Aufgeladenen habe ich nicht unendlich Reichweite. Ist das schön, wenn man was sehen kann. Gegen euch ist der Donnerschlag stark. Weil ihr den nicht blocken könnt. Soll ich die Kristalle snipen? Da sind noch ein paar Vasen. Die mache ich erstmal kaputt. Okay, kein Item. Hier hinstellen. So, alle drei Dinger gesniped. Dann vernichten wir dich noch. Zwischen die Platten durch. Ach, warum ist der Avatar gerade nicht im Bild? So. Ach, schnell, weil ich eine Videosequenz erwartet hatte, ne? Die Dinger lassen wir mal. Bis ich die Sniper vernichtet habe. Das Teil hat zum Glück so einen leichten Auto-Aim. Da links ist, glaube ich, noch einer. Ja, da hat noch einer geaimt. Ach stimmt, du bist ja auch da. Du und der hier.
Nope. So. Nicht wieder in die Lücke fallen, Shiny. Es macht zwar Spaß, einmal hier die Lemminge nachzumachen, aber es muss nicht nochmal sein. Hey, solange ihr den Schild nicht hochhaltet, bin ich mit euch zufrieden. Sind da noch mehr von eurer Sorte? Wenn ja, laser ich die auch nochmal eben kurz weg. Mana ist da hinten ja mehr als genug. Sehe es doch schon. Komm, zeig die Hülse. Ich weiß, dass du da bist. Komm. Komm raus. Komm raus, du ekelhaftes Ding. Dich habe ich zwar nicht gemeint, aber dich lese ich auch eben kurz weg. Kann mir da hinten jederzeit neues Mana holen. Ich gehe einmal mit einem Aufgeladenen dahin. Vielleicht kann ich den ja auch nach oben irgendwie schicken. Kann ich ja mal hier testen. Kann ich ihn da hochsenden? Mehr oder weniger. So, ich weiß, dass du dort ungefähr bist. Nee, ich kann ihn leider nicht da hochsenden. Schade. Ich bin von hier unten aus gebrutzelt. So richtig schön braun und knusprig. Ich hab dich gesehen. Dich hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Du zu... ihr zuerst. Ihr macht wesentlich mehr Schaden. Da drüben sind noch mal zwei von denen. Ich habe ihn irgendwie gestriffen. In Laser-Heini. Die chargen einfach schon hinter der Wand. Aua. So, einen habe ich. So, weg mit euch. Da vorne noch einer von eurer Sorte. Da ist zumindest so ein Schild, Heini, nochmal. Ich habe eh vor, nochmal zu dem Kristall gerade zurückzurennen. Weil ich mir zwei von den Kristallen von da hinten holen will, zum Mitnehmen. So, jetzt holen wir uns hier erstmal zwei neue Kristalle. So, einen Magiekristall und einen Heilkristall. Und dann füllen wir unser Mana hier noch auf.
Den Zauber aufzuladen würde mir nichts bringen. Ach, da sind noch zwei Vasen. Habe ich auf der anderen Seite auch noch zwei vergessen? Nee. Alle Vasen mitnehmen. Könnte ja ein Item drin sein. Die Laser-Heinis, die will ich auf jeden Fall vorher wegsnipen. Jetzt ist der Donnerzauber wenigstens auch wieder nützlich. In diesen engen Gängen war der so unbrauchbar. Also klar, einzelne Gegner konnte ich damit instant vernichten. Außer den Schild-Heinis. Die halten tatsächlich einiges aus. Obwohl, wenn ich meine Magie-Kraft booste, eventuell kann ich hier auch instant finishen. Habe ich da geguckt, ob da eine Kiste eventuell ist? Da sind noch ein paar Vasen. Nochmal kurz zurückgehen. Allein deswegen schon. Könnte ja ein Item drin sein. Und hier ist tatsächlich noch eine Kiste. Gut, dass ich nochmal nachgucken gegangen bin. Einen Moment. Ich traue dir nicht. Noch ein heiliger Kristall. Jetzt habe ich einen Regenerationszirkel von diesen Extremen, einen Magiezirkel. Ich habe eine ultimative Heilung, einen ultimativen Verteidigungsboost. Jetzt möchte ich nur von den anderen beiden noch einen holen. Von dem Magie-Ding, also MP, und dann war ja noch ein Sechster dabei. Ich erinnere mich gerade nur nicht, was genau der war. Ich glaube, ich soll jetzt gerade einfach nur überleben. Nee, das war eine Drucksfalle. Achtung, Druckschalter. Ich suche immer noch nach brechbaren Wänden. Hier gab es aber bisher auch nichts, was irgendwie sagen würde, hey, es gibt eine Abkürzung in diesem Level. Das scheint ein durchgehendes Level zu sein. Okay. Aufpassen, wo man hintritt. Feuerzauber ausrüsten. Na Leute, habt ihr bisher Spaß? Da ist die Katze. Ist ja gut. Zweig zum Thronraum, ja. Das Ding bricht ein, oder? Wir sollten laufen. Okay. Achso, ich dachte, ich muss selber laufen.
Katze ist da unten. Nein! Nein, wir holen dich da noch runter. Ist mir doch egal. Von dort aus könnte es klappen. Ich glaube nicht, dass sie lang genug ist, die Tasche. Miau. Wie war das? Du hast keinen Mana mehr? Sie kann sich in Menschen verwandeln, die Katze. Oder in eine Hexe. Miau. Was ist das für eine Katze? Wie groß ist die denn? Endlich. Okay, Mietkatz. Okay, da vorne ist die nächste Gottesstatue. Von der Liste her glaube ich die vorletzte. Ich will jetzt noch mal kurz hier im vorherigen Bereich gucken, jedenfalls soweit ich gucken kann. Vielleicht ist hier noch was. Meine werte Zuschauerschaft, hier wurden wir gerade eben erschlagen. Und da ist tatsächlich etwas. Ich sollte aber vorher einmal die Gottesstatue da vorne aktivieren. Sonst lande ich bei der falschen und darf den ganzen Weg nochmal machen. Wir holen uns diese Kiste da noch. Also ich denke mal, dass wir wirklich ganz nah am Ende mittlerweile sind. Ich will mir noch die Kiste da holen und dann würde ich für heute eventuell sogar schon Schluss machen. Arcane! Arcane Level 4. Oh.
Okay, der Stab, der macht jetzt Arkan-Projektile. Sprung zurück schaffe ich nicht von hier. Vielleicht in die Richtung. Boah, gerade so. So, ich will das mit den Staff Attack sehen. Boah, das ist krass. Jetzt müsste ich nur wissen, wie viel Schaden die machen. Okay, na, da einfach nochmal ein übelst starkes Level abbekommen. Könnte ich jetzt sogar aufgeladen drei Schüsse abfeuern? Das kam mir zumindest so vor. Nee. Aber das mit dem Arcane-Projektil hinter, das finde ich krass. So, hier ist jetzt nichts weiter, ne? Den einen Bereich haben wir jetzt hinter uns. Wir haben hoffentlich alles auf dem Weg gefunden. Weil nochmal will ich da nämlich eigentlich nicht durch. So, und von den Statuen her können wir uns eigentlich schon fast darauf einstellen, dass hier die Downroot Castle wahrscheinlich das letzte Gebiet sein wird. Also wir sind ja jetzt hier am Main Gate, da wird es weitergehen. Hier kriegen wir halt nochmal ein paar schwache Kristalle. Hat sich der Shop hier jetzt eigentlich aktualisiert bei der Statue? Ja. Ja, den Fair Defense Kristall. Ja, wir können den mittleren und wir können den starken holen. Ach, danke für den Raid, Ghosty. Danke. Sehr nett von dir. Ich wollte jetzt aber eigentlich auch so langsam Schluss machen. Eben kurz Shoutout. Danke für den Raid. Also ja, wir haben heute viel geschafft. Wir haben es durch die Dunkelheit geschafft. Ich habe meine Hürden mal anständig nutzen können. Wir machen mal unsere Intelligence höher. Eventuell würde ich vor dem nächsten Stream sogar tatsächlich ein, zwei Mal durch dieses eine Megagebiet gehen und einfach mal so ein bisschen die Intelligence ein bisschen boosten, dass der Magieangriff auch mehr Schaden macht. Beziehungsweise ich würde gucken, dass ich die Abilities eventuell alle einmal auf 30 pushe, bis auf Intelligence. Das würde ich auf 35 pushen. Aber ja. Für heute soll es das dann jetzt erstmal gewesen sein. Auf jeden Fall für YouTube sage ich hier an der Stelle mal ciao und bis dann. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Video hiermit. Also einen wunderschönen Tag, Nacht, egal wann ihr euch das hier anguckt. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss für YouTube.